Hallo Leute, heute habe ich 6 Kitchen Hacks für euch. Zwiebeln sind lecker, ohne Frage, und bei mir kommen sie auch überall rein, nur stinken die Hände danach so extrem. Jeder kennt es, oder? Was wirklich hilft, ist Edelstahl. Das heißt, schnappt euch eure Messer, haltet es unter einem Wasserstrahl und darunter wäscht ihr eure Hände. Das klingt erstmal total komisch, ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe das gelesen, habe das nachgemacht und es funktioniert tatsächlich. Einfach so die Hände abspülen und danach sind sie geruchsneutral. Um aus den Zitrusfrüchten richtig viel Saft zu gewinnen, ist es ratsam, die Frucht auf der Arbeitsfläche ein paar Mal hin und her zu rollen. Das quetscht das Fruchtfleisch und danach lässt es sich viel einfacher pressen und da kommt richtig viel Saft raus. Yummy! Der einfachste Weg, eine Orange zu schälen, ist, oben und unten die kleinen Kappen abzuschneiden. So ganz wenig nur, nicht ins Fruchtfleisch schneiden. Dann einen so einen Schlitz schneiden und einfach öffnen. Mit einer kleineren Frucht geht es natürlich noch besser, dann sind die richtig schön aufgereiht, aber mit einer großen Orange ist das auch machbar. Und ihr habt schön einzelne Stücke. Okay, Ingwer schälen ist schon eine komische Sache. Durch seine Form lässt es sich gar nicht so einfach mit einem Messer schneiden. Und wenn man es tut, dann schneidet man doch zu viel weg. Deswegen einfach einen Löffel nehmen und die Haut abschaben. Das geht super. Das Gurkenglas ist mal wieder viel zu fest, lässt sich nicht öffnen, auch durch Schütteln, auch durch Rütteln nicht. Ich hasse das. Aber es gibt einen einfachen Trick. Ihr nehmt eure Gummihandschuhe und schon geht es wie von Zauberhand auf. Knoblauch kommt bei mir fast überall rein, wie ihr wisst. Den zu schälen ist aber immer so eine Sache. Dafür gibt es aber natürlich auch einen einfachen Trick. Ihr nehmt eine Knolle, zerlegt sie in die einzelnen Zehen, steckt die alle in eine Tupperware und schüttelt kräftig durch. Also so richtig kräftig, richtig lang. Nach und nach löst sich die Schale von den Zehen und ihr habt perfekte Zehen ohne den Knoblauchgeruch an euren Händen. Schaut doch hier noch ins letzte Rezept rein, Risotto Safran Milanese. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr schnell gemacht. Und abonniert meinen Kanal für weitere Kochvideos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!